Mahlzeit, willkommen zurück zum Let's Play WoW auf dem Privatserver Rising Gods und es ist endlich, dass ich Folge 153 anreißen kann. Boah, hat das lange gedauert. Grund dafür ist, ich habe mich an einigen Streaming-Terminen versucht und das hat soweit mit dem Stream auch ganz gut funktioniert. Zuerst wollte ich das über Twitch machen, dann habe ich ein bisschen Klopperei mit Twitch gekriegt in Sachen Bandbreite und Videoqualität und so. Das hat mir überhaupt nicht gefallen, also habe ich Twitch jetzt direkt schon in Anfängen wieder eingestampft. Das bringt mir so gar nichts, wenn die Videoqualität so dermaßen beschissen ist. Ich denke, ich kriege es hin, einen Livestream an ein, zwei Tagen die Woche in WoW so auf die Beine zu stellen. Das Ganze wird dann so laufen. Die genauen Termine weiß ich da noch nicht, aber das Ganze wird wahrscheinlich so laufen, dass es dann die Office-Server darstellt. So, weil ich tatsächlich auf WoW Classic, den offiziellen Servern, das machen möchte. Ja. Und da stellt sich mir dann nun die Frage, ich würde sehr gerne wieder einen Priester spielen, beziehungsweise einen Priester hochleveln, weil es ist ja nun mal so, wenn ich jetzt in WoW Classic anfange, wird das von Level 1 aus sein, weil man, soweit ich weiß, kann man Charaktere nicht so in irgendeiner Weise übertragen oder dergleichen. Das heißt, es wird von vornherein so sein, dass es Level 1 ist. So, Server weiß ich schon, ja, also wie ich das so alles so hochlevel, weiß ich dann auch schon. Ich freue mich extrem eigentlich drauf, die Story nochmal wieder zu erleben. Auch in einer etwas besseren Grafik hoffe ich dann nochmal. Also, soweit ich das sehen kann, ist es eine etwas bessere Grafik, beziehungsweise eine etwas bessere Grafikeinstellung, die ich mir so hier erlauben kann. Ich habe da noch ein bisschen was an meiner Grafikkarte rumgefrickelt. Also nicht Grafikkarte, sondern Einstellungen so ein bisschen dran rumgefrickelt, sodass ich sagen kann, das funktioniert einigermaßen. Ja. Ich bräuchte allerdings von euch eine Entscheidung. Und zwar, ich habe angefangen, einfach nur um so einen Fuß in die Tür zu kriegen, kann man sagen, habe ich angefangen mit einem Krieger. So, und zwar mit einem Krieger, der jetzt Stufe 15 ist. Er chargt sich durch den Morrow durch. Und wir würden dann, während er so, Level 15 ist ja auch nicht so besonders hoch, ne? So, aber wir würden dann als Defensivkrieger, würden wir dann zusammen weitermachen. Ich werde ihn komplett defensiv hochspielen, das heißt als Tank hochspielen. Dual Skill kriegt er erstmal nicht, weil woher auch? Das sind dann logischerweise die blutigsten Anfänge, die man so in diesem Spiel überhaupt haben kann, weil ich habe halt auf dem Server wirklich gar nichts. So, wir fangen dann an in Westfalen-Speerkuppe oder Rotkammgebirge oder natürlich den Lochmodan. Ne? So heißt Lochmodan das Zwergenstadtgebiet, was man so eigentlich, also wenn man mit Zwerg anfängt, kennt man Lochmodan. So, die Geschichten interessieren mich sehr und ich freue mich da extrem drauf. Nur zweite Möglichkeit für euch, Priester. Den würde ich von Level 1 aus hochspielen, heißt den allerblutigsten Anfang. Den habe ich absichtlich noch nicht weitergespielt, weil ich jetzt nicht genau weiß, was so gewünscht wird. Bock machen würde mir beides. Heißt, ich würde den Priester auf wahrscheinlich auf Shadow hochspielen und für Instanzen auf heilig umsatteln in irgendeiner Weise. Wenn ich das hinkriege, dass es eine Dual-Skillung gibt, das weiß ich nämlich noch so gar nicht. Das muss ich dann so noch rausfinden, ob es dann auf dem Level überhaupt einen Dual-Skill gibt. Und falls nicht, müsste man es tatsächlich so machen, dass man entweder mit dem Priester auf Holy hoch spielt. So. Und dann eventuell hauptsächlich Instanzen damit läuft. So genau weiß ich das aber nicht. Also jedenfalls
Das wären so die beiden Entscheidungen oder die beiden Möglichkeiten, über die man sich so entscheiden könnte. Ich mache das Ganze als kurze Umfrage über Twitter, sodass ihr dann anklicken könnt, was am ehesten gewünscht wird. Soll ich am ehesten Krieger sein, also Defensivkrieger, oder soll ich am ehesten in der klassischen Rolle, die mir eigentlich so auch ziemlich gut liegt, Priester sein, sowohl Shadow als auch Holy? Das wäre dann ja situationsabhängig so ein bisschen. Interessieren würde mich beides. Sollte jetzt in der Videobeschreibung unten ein Link sein zu dieser Twitter-Umfrage da. Bin ich gespannt, für was ihr euch entscheidet. So. Und ja, meine Tätigkeit auf Rising Gods wird wahrscheinlich nicht komplett einschlafen. Das wird dann wohl aber am ehesten so, ich sag mal, irgendwelche Raids oder Instanzen weiterhin umfassen. So, also ich wüsste jetzt nicht, was ich sonst noch auf Rising Gods machen soll. Es gibt noch ein paar Quests, die man theoretisch machen soll, die hier so noch offen sind, aber ganz im Ernst, bis ich da Leute für gefunden habe und bis man das organisiert hat, ist der Tag vorbei, ganz ehrlich. Und ich finde das einfach zu langwierig, um da spontan irgendwie Leute zu finden. Es ist leider so, dass es keine Gilde gibt, die so, ja, wie sagt man, ich bin ja nur selten online. So, und es gibt keine Gilde, die Leute haben will, die nur selten online sind. Gilden wollen Mitglieder haben, die immer online sind, die immer hier, ne, ihren Beitrag leisten und so weiter und so fort. Das lässt sich auch ganz gut verstehen. Problem ist, ich bin halt nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche online. So, das kann ich mir nicht leisten, das geht absolut nicht. Und deswegen fliege ich automatisch aus jeder Gilde raus irgendwann, weil die denken, okay, der ist jetzt mal 1,5, 2 Wochen nicht da. Was soll ich mit dem? Und schon bin ich draußen. So. Ich glaube, ich war in einer Gilde drin. Zwischendurch in dieser Playlist war ich mal in einer Gilde drin. Und dann hatten wir das, ist das auch irgendwann wieder eingeschlafen, ein bisschen. Und dann bin ich wieder rausgeflogen aus der Gilde. Irgendwie sowas. Auch so ohne Kommentar. Die haben mich einfach rausgekickt. Ist ja auch okay. So. Aber Tatsache ist, dass wenn man was aufnimmt oder wenn man versucht, das in YouTube zu organisieren, der Charakter, den ich versuche zur Aufnahme zu spielen, den Charakter, den ich zur Aufnahme spiele, der wird sich nicht für irgendwelche Gilden eignen oder so. Da fliegt man automatisch raus. Deswegen, ja, mal gucken, wie ich dann auf Rising Gods weitermache. Ich würde gerne auf Rising Gods weitermachen, ein bisschen noch. Stellt sich die Frage, wie das in Zukunft aussehen soll, weil momentan sehe ich mich da eher so ein bisschen in der Sackgasse, um ehrlich zu sein. So, ja, das müssen wir dann gucken. Aber das sind erstmal die Entscheidungen, die so jetzt anstehen. Der Rest geht unten in der Videobeschreibung, da findet ihr entsprechenden Link dazu, wo ihr dann mit eurem Twitter-Account euch dann zu entscheiden könnt, was ihr dann am ehesten sehen wollt und was ich dann am ehesten spielen soll. So. Ja. Soweit, so gut. Was haben wir jetzt? Die Uhr? 8 Minuten. Boah, ich quatsch schon 8 Minuten über den Scheiß. Das gibt's gar nicht. Ich dachte, man könnte vielleicht ein, zwei Sachen tun. Ich weiß nicht, ob irgendwelche Events gerade laufen. Ich glaube gerade nicht. Ich weiß, dass demnächst Events laufen. Nein. Ich weiß, dass demnächst Events laufen, und zwar die Schlotternächte, also Halloween, beginnt am 18. am 18.10. und endet am, naja, endet zu Halloween, endet am 1. November dann. Ja, so, also das wären dann die 2 Wochen, die dann dieses Halloween-Event anfängt. Das wird vielleicht noch mal interessant, dieses Halloween-Event zu sehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das letztes Mal irgendwie mitgemacht habe. Könnte sein Tag der Toten. Tag der Toten gibt's ja auch noch. Okay, sehe ich gerade. Ja, gut. Das wäre noch so ein Ding. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, um noch ein bisschen auf. Ein paar Minuten haben wir ja noch. Es
gibt ja, glaube ich, noch, weiß gar nicht, was dieser Wochenraid diese Woche ist. Waste ICCs in Planung. Ja, das habe ich schon gesehen. Das habe ich auch schon auf den Office-Servern gesehen. Ich bin ja jetzt auf den Office-Servern ein wenig rumgelaufen und ich habe tatsächlich schon gesehen, dass Leute schon nach Xramas gehen. Ich meine, man muss sich das mal reinziehen. Auf den WoW Office-Servern, WoW Classic Office-Servern ist jetzt schon seit ein, zwei Wochen oder so, ist das Add-on draußen und die Leute fangen jetzt schon an, sich in Naxxramas über Gearscore und Ja, ich Lootlisten sehe irgendwie dich. Sorgen zu machen. Dann muss man sich echt fragen, ob da noch irgendwie großartig Real Life vorhanden ist oder nicht. Also, ich weiß nicht, das muss alles von mir aus nicht so heiß gegessen werden, wie es gekocht wird. So, das finde ich schon ein kleines bisschen übertrieben, dann direkt auf Gearscore zu achten und weiß ich nicht. Ja, natürlich muss man ein bisschen auf die Ausrüstung, persönliche Ausrüstung achten, wenn man raiden geht, das ist ganz klar. Aber das direkt schon als Zwang vorauszusetzen, so, also nach dem Motto, wenn du bei uns mitmachen willst, dann musst du das Gearscore haben, du musst die und die Skill haben, du musst dieses, du musst jenes. Und muss ich ganz ehrlich sagen, nee, muss ich nicht. So. Das fängt jetzt schon an auf den Office-Servern. Das ist jetzt auf Rising Gods, ist das ganz normal, Ja, fast klar. schon so. Alleine, weil man ja dazu neigt, sich persönlich zu optimieren, so ein bisschen. Und das ist auch verständlich zum Teil. Nur ich fühle mich da ein bisschen bedrängt, um ehrlich zu sein. Ich fühle mich da ein bisschen bedrängt, wenn ich solche Leute, wenn ich es so im Chat lese, dann habe ich eigentlich gar nicht großartig Lust, mich da in irgendeiner Weise zu melden oder so, weil mir das viel zu viel Stress und viel zu viel hinterhergelaufen ist. So, weiß nicht, wie empfindet ihr das bezüglich Gearscore und Zwangsskillung und Zwangslootlisten? Es hieß dann auch schon, dass irgendwie hier und hier das und das Item ist locked oder so. Das heißt, Item locked bedeutet dann so viel wie, wenn dieser Gegenstand dann fällt von einem Bosskill, dann wird dieser Gegenstand speziell an einen speziellen Spieler vergeben. Das heißt, einer hat sich diesen Gegenstand schon reserviert, sozusagen. So. Was eigentlich verboten ist, glaube ich, gemäß Blizzard Nutzungsrechte. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, Blizzard hat das irgendwie verboten oder so. Schert sich keinen Arsch drum, interessiert auch keinen GM. Soweit ich weiß, habe ich nie davon gehört, dass das irgendjemanden, irgendeinen GM interessiert hat. Tatsache ist es aber so, dass die Leute sich Gegenstände loggen. So. Wo man auch mal sich selber dann fragen muss, habe ich Bock in einem Raid mitzumachen, wo Leute sich schon Gegenstände vorab reservieren, ohne dass irgendwas passiert. So, weiß ich nicht, ich finde das ein bisschen Kindergarten, aber. Gut. Ja, jetzt haben wir 13, 28. Ich weiß nicht, ob ich für, weil wir haben jetzt Dienstag. Das heißt, dieser Lord Macca Eiskronzitadelle, das ist ja nun mal, dass diese Aufgabe am Mittwoch, das heißt heute Abend oder morgen Abend oder so. Auf jeden Fall wird die Aufgabe heute Abend oder morgen Abend abgeschlossen. Automatisch abgeschlossen. Ob ich die jetzt beendet habe oder nicht, die Aufgabe wird dann abgeschlossen. Heißt, ich müsste theoretisch bis zu Lord Macca einen ICC-Schlachtzug finden. Was ich wahrscheinlich jetzt spontan nicht auf die Reihe kriege. Es sei denn, irgendjemand sucht hier spontan nur für diesen Dings. So. Ich werde da ein bisschen nachsuchen jetzt, aber ich kann nicht versprechen, dass das funktioniert. Falls nicht, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, beziehungsweise nee, sehen wir uns im nächsten Cut wieder für Office-Server und eventuell auch neue Playlists. Ich werde es wahrscheinlich in der neuen Playlist machen. Bis gleich.